Herzlich willkommen zum Sonntag beim Internationalen Klaus-Miesner Gedenkturnier. Heute zu Gast Matthias Führer von der SG West Wien aus Österreich. Meine erste Frage, wie gefällt es euch in Ösenburg? Uns gefällt es sehr gut hier, also haben wir eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und sind extrem froh, dass wir hier sein durften. Euer Stand der Vorbereitung schon etwas weiter oder habt ihr auch erst vor kurzem angefangen oder seid ihr schon länger drüber? Gestartet haben wir schon am 12. Juli. Ich glaube trotzdem, dass wir in der Vorbereitung im Vergleich vor allem zu den deutschen Teams hier noch hinterherhinken. Vor allem deutschen Teams haben gemeint, sie fangen schon an mit Cup-Spielen nächste Woche. Wir haben doch noch 3 Wochen Zeit bis zu unserem ersten Bewerbsspiel und das merkt man auch noch bei uns. Ansonsten mit eurem Abschneiden, gut, ihr seid jetzt Letzter geworden, habt aber die letzte Partie gegen den Bergischen HC doch relativ knapp gestalten können mit dem 22-20. Seid ihr damit zufrieden? Wir sind nicht zufrieden, nein, wir wollten auf jeden Fall gewinnen heute. Haben dann gesehen, dass es nicht leicht wird natürlich, das war uns auch klar im Vorhinein schon. Und haben alles versucht bis zum Ende, sind nochmal etwas knapper rangekommen. Aber mit der Leistung kann man dann doch fastmals auf jeden Fall zufrieden sein. Ja. Für die Saison habt ihr euch speziell ein Ziel gesetzt? Wollt ihr wirklich angreifen auf den Meistertitel oder Top 3? Wir wollen auf jeden Fall angreifen, also das ist ganz klar unser Ziel. Wir wollten auch letztes Jahr schon unbedingt ins Finale, sind dann ganz knapp gescheitert. Und dieses Jahr ist einfach das Ziel, besser zu sein als letztes Jahr, als Verein, als Mannschaft. Und wie genau das dann aussehen wird, wird man sehen. Aber die Ziele sind auf jeden Fall hochgesteckt. Ja, dann wünschen wir euch dafür viel Erfolg. Hoffen, dass wir euch nächstes Jahr hier wieder begrüßen dürfen. Sehr sympathisches Team, hat viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr wart auch mit uns zufrieden und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank, ja. Wir kommen gerne wieder.